Wir möchten gerne noch ein paar Tees und Ayurveda-Mittel einkaufen. Dazu will uns Vidura einen Shop in Pentotta zeigen. Also machen wir uns über den Pentotta-Fluss auf den Weg dorthin. Pentotta ist ja eine große und schöne Stadt, wäre aber nichts für uns, da sie total von Touristen überlaufen ist. Du bist gerne schon beim Zug. Hier unsere Leute auch kaufen. Wie sehr diese Stadt von Touristen überlaufen ist, erkennt man wohl auch daran, dass das Geschäftsschild in deutscher Sprache geschrieben ist. Auch der Inhaber des Shops spricht recht gut Deutsch. Alles Sachen, wo unsere Leute kaufen. Ne? Das ist ein großer Geschäft. Ja, Ausländer kaufen kommen. Die Preise hier sind doch günstiger als in den anderen Ayurveda-Shops der großen Städte. Billiger geht es aber natürlich in unserem Shop in Ambalanguda. Das ist vorbei, gell? Ein paar Dinge haben wir gefunden und nach wenigen Minuten verlassen wir den Shop wieder und machen uns weiter auf den Weg.